Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Wo seid ihr? Wo bin ich? herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir hier mal kurz am Bienenstand, um so ein bisschen nach dem Rechten zu schauen. Ich zeige euch einfach, wie ich, was mir wichtig ist, wenn ich aus dem Auto aufsteige und zu den Bienen gehe. Und dann schauen wir einfach noch in den Bienenvolk rein. Ja, also lasst gerne ein Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Sonst natürlich nicht, ne? Und wer es nicht hat, gerne ein Abo. Und dann viel Spaß beim Video. Das Erste, was ich eigentlich mache, wenn ich an so einen Bienenstand komme, ist, ich laufe einmal um die Bienenvölker rum und schaue mir die Fluglöcher an. Das ist in dem Fall ja ein bisschen schwierig. Wir sind ja ein bisschen eingewachsen. Im Wesentlichen, was will ich sehen? Also ich will sehen, dass es ein gleichmäßiges Flugbild ist, dass es ein ruhiges Flugbild ist. Ich will auch gerne sehen, dass überall Pollen kommen, dass alle schön fliegen. Das ist so im Prinzip das, was ich als Erstes anschaue, ob mir irgendwas anhand vom Flugbild schon mal auffällt. Dann, wenn es Mai ist, mittlerweile nicht mehr, schaut mir auch gerne mal in die umliegenden Bäume, ob da nicht irgendwo ein Schwarm hängt oder zumindest viele Bienen fliegen. Und eigentlich bin ich jetzt heute hier nur zur Kontrolle. Ich will mal schauen, ob ich das hinbekomme, parallel Schwarmkontrolle zu machen bei Dadant und bei Zander und das mal versuchen, das nebeneinander hinzuschneiden. Also prinzipiell ist es jetzt hier so, dass wir eigentlich keinen Schwarmtrieb mehr haben. Ne? Das sind die Backfastbienenvölker. Ja, man sieht eigentlich an der Bienenmasse, ist es echt schön. Ich habe die ja mit Absicht nicht ausgeglichen, weil ich das einfach mal sehen wollte, ne? Wie die sich so verschieden entwickeln. Und ja, aber hier braucht man eigentlich nicht groß rummachen. Also hier habe ich eigentlich schon das Vertrauen mittlerweile, dass wir hier keine Schwarmzellen mehr finden. Wir haben es jetzt Ende Mai. Man muss sagen, bei uns ist ja jetzt schon ein Weilchen alles verblüht. Momentan blüht die Akazie, der Ahorn wird beflogen. Und es gibt schon dunkler Honig. Und man muss ja so sagen, wenn der Waldhonig anfängt, dann ist es ja auch eigentlich immer so, dass der Schwarmtrieb sich erledigt hat. Ne? In den letzten Videos kamen ja ein paar Kommentare, war das das letzte Video oder war das auf Instagram, wegen den blühenden Wiesen. Also ich versuche schon, das hinzubekommen, dass es eben hier so aussieht, wie es aussieht, dass wir Rotklee haben, dass wir irgendwelche Kräuter haben, dass wir, ja, also Löwenzahn, dass halt irgendwas immer blüht in den Wiesen. Und eigentlich mein Geheimrezept in Anführungszeichen ist ja, was geht, lasse ich abweiden. Viele Wiesen oder also bei uns daheim stehen die Bienen eigentlich mittlerweile nur auf eigenen Grundstücken. Was geht, lasse ich abweiden. Manchmal will ich es halt wie hier zum Beispiel abweiden lassen, will ich nicht wegen den jungen Bäumen. Und dann mähe ich das halt ganz spät, ne, im August einmal im Jahr fertig. Ja, das ist so ein bisschen das Thema und Abweiden ist ja eigentlich auch ganz cool, wenn die halt nicht überweidet werden oder kaputt getrampelt werden. Ist das ja auch für das Blühangebot auch ganz schön. Ne? Und das ist so eigentlich das, wo bei mir nicht im ersten Jahr, nicht im zweiten Jahr und nicht im dritten Jahr, aber wo dann so ein bisschen was durch dieses späte Mähen, wo dann einfach so das bei mir so entstanden ist, wie das mittlerweile hier so entstanden ist. So, ich gucke hier gerade zu meinem Raucher, wartet mal. Der hat hier gerade den zweiten Frühling bekommen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber er raucht hier die ganze Umgebung ein. So, wir wollen ja immer das Gleiche oder die gleichen Bienenvölker. Bin ich auf dem Bild. So, ein bisschen hier rüber. Wir wollen ja prinzipiell immer die gleichen Bienenvölker anschauen. Also zumindest
wenn wir Videos machen, weil wir wollen ja den Vergleich sehen. Also im Prinzip haben wir jetzt, man riecht es schon schön, es riecht schon nach Honig. Das ist jetzt ein Bienenvolk, kennen wir ja schon aus dem Video Schwarmzellen. Das müsste jetzt das vorletzte gewesen sein. Hat bisher 17 Kilo Honig gebracht. Also wir haben von dem Bienenvolk, wie gesagt, ich mache ja dieses Jahr so ein bisschen diesen Vergleich, will was über die Backfastbiene lernen. Hier sind wir beim Backfastbienenvolk, das hat bisher 17 Kilo Honig gebracht in der Frühtracht. Der Honigraum ist im Prinzip auch schon wieder schön voll. Wundert euch nicht, ich stelle die normal nicht so ab, aber dass wir das hier mit dem Video alles sauber hinbekommen, muss ich dir halt mal so runterstellen. Der Honig ist auch schon wieder, also wir sind schon wieder bestimmt bei, sage ich mal, 8 Kilo um den Dreh rum. Und das ist auch ein super Erfolg. Ne? Also wir haben hier 10 Waben Dadant. Da stört mich das Mikro ein bisschen. Ne? Und hier haben wir eine Pollenwabe wieder. Mit schönen viel, also Drohnen sind ja oft so, dass die hier sitzen an dieser Wabenkonstruktion. Wir haben hier auch Pollen und Brutwaben. Also ich erwarte hier jetzt auch keine Schwarmzelle. Ne? Das muss ich euch ganz klar sagen. Wir haben hier, also ich ohne Video würde ich die auch nicht mehr weiter angucken. Ne? Oder die schauen wir nicht weiter an. Ne? Wir haben jetzt hier noch Stifte. Also es ist einfach ein total schönes Bienenvolk. Das muss man schon sagen. Machen wir wieder zu. Das Absperrgitter wieder drauf. Und jetzt interessiert mich einfach noch, was wir für einen Honig finden gerade. Ob wir auch schon dunklen Honig haben. Und wir haben hier dunklen Honig. Da sind wir voll. Da sind wir schon deutlich Richtung Waldhonig unterwegs. Eindeutig. Dafür spricht auch die Zunahme. Ne? Wir haben gestern ja auch schon wieder, was habe ich gesagt? Sage ich jetzt mal so 8 Kilo, 9 Kilo Honig da drin. Und wir haben vor einer Woche, ja ungefähr vor einer Woche, den Frühtrachthonig geerntet. Also da sind wir eigentlich schon wieder ganz gut dabei. Schauen wir uns einfach noch ein Bienenvolk an. Irgendeins, ne? Schauen wir uns das daneben noch an. Jetzt nehmen wir einfach das, wo die Kamera drauf zeigt. Und zwar ist das da hinten, ne? Das hier, sind wir hier richtig. Hier ist es jetzt so, da ist wohl der zweite Honigraum noch nicht so wirklich angenommen. Oh lala, aber schön verkittet. Den habe ich auch nur mal auf Reserve draufgesetzt, aber der erste ist im Prinzip voll. Ne? Also das Volk ist vielleicht vom Ticken her ein bisschen zurück. Aber sieht auch ganz schön mit Honig aus. Da wollen wir auch nicht weiter stören. Nur, dass ihr das jetzt mal seht, wenn man die Bienenvölker nicht ausgleicht, dann sind die bei mir auch nicht so ganz homogen. Und dieses Ausgleichen, also ich mache das ja gerne über das Versetzen von Honigräumen mit Bienen, dieses Ausgleichen der Volksstärke, das ist was, wo man im Hobbybereich, ich glaube,
damit braucht man sich nicht so wirklich beschäftigen. Es kommt ja nicht auf die Honigertragmaximierung an. Und Ausgleich von Erfolgsstärke ist auch wirklich, braucht man einfach ein bisschen Erfahrung. Ne? Da kann man jetzt nicht sagen, wenn A, dann B, sondern da muss man sich ein bisschen reintippen. Man kann ja auch mit Brutwaben ausgleichen. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, da kommt man mal rein. Ne? Und wenn man es eben nicht macht, muss man auch sagen, wie gesagt, das sind jetzt die Backfastbienen, die ich in der Eifel gekauft habe, dann kommt es auch so raus. Ne? Dann haben wir hier ein Bienenvolk, das jetzt gerade dabei ist, in den zweiten Honigraum zu gehen. Wir haben aber hier auch ein Bienenvolk schon, das 17 Kilo Honig gebracht hat, schon wieder 8 Kilo hat und eine ganz andere Hausnummer ist. Wenn man die halt immer ausgleicht, finde ich, dann hast du eben nicht, also ich will ja, mir geht es jetzt hier nicht darum, die Honigertrag zu maximieren. Ne? Das sind 16 Bienenvölker, an denen will ich Backfastbiene mal wieder ein bisschen erleben, ein bisschen kennenlernen. Und deshalb habe ich die ja, wie gesagt, auch nicht bewusst nicht ausgeglichen. So, das soll es mal gewesen sein. Wie gesagt, ich würde in meinem nächsten Video versuchen, oder spätestens im übernächsten Video, dass wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, Zeitersparnis, Schwarmkontrolle, Zander, weil wir haben ja auch noch, oder nicht ich, sondern meine Frau hat ja noch ein paar Bienenvölker auf Zander. Und deshalb bin ich eigentlich so von der Tante überzeugt, weil ich es ja auch im eigenen Bereich oder in der eigenen Komfortzone erlebe, was das mit Zander manchmal, was da eben die Nachteile sind. Lassen wir es einfach mal so dastehen. So, jetzt mache ich mich, wie gesagt, weiter, wenn es hier noch was gibt, aber eigentlich mache ich jetzt hier nichts mehr. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wer es nicht hat, gerne ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal.